Moin Moin und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 How to Better Experimentell. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass ihr da dabei seid. Hat sich ein bisschen was getan, deswegen gab es letzte Woche auch keine Videos, weil ich ein bisschen erstmal was vorbereiten musste. Wir stehen hier auf Feld 36 und wir hatten schon die erste Rapsernte hinter uns. Das heißt, zu den Produktionsstätten oder Abläufen, da komme ich später gleich noch dazu. Ich habe nochmal eine zweite Sorte Spätraps im August angefangen anzusehen. Das kann man auch wunderbar hier im Kalender sehen. Also ne, Raps nochmal eine Fuhre. Nicht, weil ich das Geld brauche, aber für die Produktionsstätte. Und das ist nämlich das auch, was ich nämlich meinte, dass wir nämlich endlich mal unser eigenes muss mit der Dieselproduktion endlich mal weiter vorankommen. Denn wir haben als Nebenprodukt Schweinefutter und da ich mir bis jetzt immer Schweinefutter gekauft habe, habe ich mir quasi mal die Mühe gemacht und das ganze Schweinefutter hier ausgelagert und quasi zu uns auf dem Hof gebracht, für die Tiere da quasi zu versorgen. Am Ende war es dann quasi Eiweißfutter statt Energiefutter. Schwankt so ein bisschen darüber, aber das kriege ich quasi aus dieser Produktionsstätte quasi raus. Ja, wir hatten dann noch die Produktion der Molkerei. Das Butter haben wir ja schon massig produziert, jetzt wird noch Käse produziert und Schokolade. Die Produktion läuft auch schon seit einigen Tagen. Und ja, das ist so, Mehl wird auch schon produziert. Ich fang quasi von unten an, weil Weizen sind immer das, was man zuletzt braucht. Hauptsache, wir können immer ein bisschen nachliefern. Mineraldünger ist auch schon wieder am Start. Die Gülle von den Schweinen wird sowieso bald nochmal hier reingesetzt. Also selbst da haben wir auch bald nochmal die Möglichkeit, wieder produzieren zu können. Deswegen werden die Produktionskosten ein bisschen hoch, aber hält nie. Ich nicht davon ab, noch ein bisschen was weiter zu investieren. Ja, das ist so quasi der Punkt, was nämlich auch ansteht. Ich habe nämlich heute Nacht, deswegen, wenn ihr das Video seht, dann dürfte es schon am Montag sein. Ich nehme nämlich gerade am Samstagmorgen auf. Ich hatte nämlich auch in dieser Woche leider arbeitsmäßig viel zu tun. Deswegen kamen auch fast keine Videos, sondern immer nur Streams. Und ja, was ich halt ein bisschen schade finde. So, unser erster Lohner, den schicken wir auch mal gleich los, dass der hier direkt weitermachen kann mit dem Walzen. Und Abfahrt. Denn das Walzen muss nämlich auch sein. Ich hatte nämlich auch nochmal einen neuen Kurs angelegt für das Ding und für die Feldspritze, dass das nämlich dann auch vorankommt. Und wenn euch das Ganze mal gefällt oder ich euch mal zeigen soll, wie so ein Kurs eingefahren wird, obwohl es gibt genug Tutorials dazu, verlinke ich das gerne mit in der Videosammlung. Das fängt an. Dann geht das. So, das darf nämlich dann der schöne Klaas machen. Weil wir haben nämlich dann mit dem anderen Traktor, der nämlich jetzt auch noch auf dem Hof steht, noch was anderes vor. Also das kann auch noch ein bisschen dauern. So. Ja. So, dann ist der schon mal unterwegs. Genau. Ich nehme auch noch mal kurz mit. Na, hoch, ne? So. Genau. Wir haben nämlich jetzt noch die
als nochmal eine zweite Lage Gras zu mähen. Das vorgewendete Gras, das braucht man nämlich auch dringend für eine weitere Produktion Heu. Das ist direkt in den Heutrocknern kommt, daraus noch Stroh wird. Und dann haben wir nämlich dann auch wieder eine kleine Veränderung oder besser gesagt auf den Hof von die Hallen. Wisst ihr, wo die zwei hier auffällt? Auffällt unter Feld 33, die ganzen Punkte da, da standen ja zwei Windkrafträder und noch ein paar Strohballen. Zum einen liegen sie hier, weil wir auch dann oder weil ich da ein bisschen umgeräumt habe. Denn wir werden, ja, ich sage schon länger, dass wir irgendwann an den Start gehen, aber wie gesagt, wir brauchen erstmal noch das, die Maissilage und deswegen sind da nämlich auch schon die ganzen Gänge dran. Wir befinden uns nämlich jetzt auch schon im Monat, wo ich auch schon die Zuckerrüben ernten kann, aber der Vollernter, der wird noch ein bisschen dauern. Obwohl ich jetzt halt nur Maschinen habe, wo ich vorne ein Kraut, ein Krauter habe und ein Krautschläger und einen Zuckerrübenernter. Quasi zum Ziehen habe so eine kleine Maschine. Finde ich bei kleinen Feldern sehr angenehm, aber wenn es halt mal schnell gehen muss, dann ist es gut. Also ihr seht ja schon, ne? Hier stehen die Maschinen für ganzen Heuballen pressen, etc. Ja. Dann gucken wir das mal, weil auch der Plus-Säule, also es wird hier auch sich ein bisschen was ändern. So, hier hätte man jetzt eigentlich nichts mehr. Ne? Können wir nämlich ihn hier kurz noch Rasen mähen lassen. Kann man nämlich dann unser Bad, da Staubsauger anholen. Ladewagen. Wenn ich schon alles angekoppelt habe, dann sehen wir uns dann gleich auf Feld 33 für den Grasschnitt im zweiten. So, da sind wir auch schon wieder. Hier das Gras zum Main Feld 33. Leitwerk, Mähwerk. Dann den vorderen aktivieren. Das war auch unser Helfer. Das passt auch wunderbar. Jawohl. Genau, also wie gesagt, das werden wir dann gleich mit unserem Ladewagen dann quasi einsammeln. Wenn das alles Fröhlichkeit macht. Und dann kann ich euch gleich nochmal was anderes zeigen. Da ich jetzt auch herausgefunden habe, dass ich die vorgewendete Grasballen oder das frische Gras, was ich jetzt hier hingestellt habe, die standen ja ursprünglich mal unter Feld 33, für die Kühe hier versorgen kann, passt es nämlich perfekt, dass wir ein paar Vorderräder haben, denn wir haben für die Milchviehkühe Maissilage, Grassilage und ich glaube, dass ich noch, was ist noch? Maissilage oder was irgendwas anderes gewesen? Ich blende euch auf jeden Fall mal das Rezept noch ein, das ich nämlich von Agrarplay dank dem lieben Stefan bekommen habe.
Und das werden wir dann quasi hier erstmal auch hinlegen und produzieren. In den von den Mischverhältnissen her. Ja, also, ich habe das nochmal gerade nachgeschaut. Und zwar brauchen wir eigentlich nur drei Sachen: ein Heuballen, 8000 Liter, Grassilage und Maissilage. Das ist genau, also quasi das, was wir quasi dann da benutzen können. Jetzt ist für mich halt gerade die Frage, die Grassilage ist eigentlich quasi auch das, was mir schon auf Feld 33 quasi den zweiten Schnitt machen. Und das wäre nämlich das Gras aufbereitet. So, und das wäre dann, wenn wir dann direkt dahin transportieren, das wären 1, 2 Fuhren, mal gucken, vielleicht holen wir uns dann noch ein bisschen mehr. Aber so können wir uns dann auch langsam dann arbeiten, dann die Kühe dann zu holen. Das frisches Gras hätte man noch. Es ist schon im Lager, aber da könnte man das eigentlich schon auslagern, ne? Das könnte man's. Aber dann will ich erstmal weiter vorankommen. Genau. Wo hätte man auch noch genug? Ja. So ist quasi ein bisschen der Stand der Dinge. Während meine Leute jetzt hier erstmal quasi weitermachen, haben wir auch hier schon die Zuckerware auch schon alles verkauft. Das Verkauf für die Produktion weitergemacht. Ja, ich habe auch noch einen Teil verkauft. Und ich freue mich auch schon, wenn endlich mal die Bäckerei dann langsam losgeht, weil auch hier wird sich dann bald was tun. Ich habe morgen noch mal das andere Video angeguckt und da haben wir auch schon ein bisschen weniger Geld gehabt, weil ich müsste nämlich auch meine Felder noch mal kalken. Und das war das Problem, dass ich pro Fahrt 6000 Euro an Kalk ausgegeben habe. Deswegen habe ich die Steine wieder eingeschaltet, um quasi meinen Kalk selber produzieren zu können, ne? Und hier haben wir quasi dann hier unsere Produktion. Das ist quasi das Gras aufbereitet, was ich brauche, um hier Heu rauszubekommen. Und auch ein Nebenprodukt ausgehen. Ja, wenn man ganz Pflanze rausbekommt, ist auch so ein schöner Punkt. Aber damit beschäftigen wir uns mal ein bisschen später damit. So, ich würde aber sagen, an der Stelle soll das mal gewesen sein. Das ist jetzt ein bisschen kurz informativ, aber ich denke, für ein Montag-Video wird es ja schon reichen. Der walzt jetzt hier noch das Feld platt. Ich werde gleich noch selber mit dem New Holländer, nee, mit dem Valtra Q hier noch ein bisschen rüberfahren. Und dann werden wir uns dann in der nächsten Folge entweder in der Nachbearbeit befinden oder wir sind noch dabei, dann die Produktion oder die für Feld 33 dann das Gras einzusammeln und quasi ins Lager zu packen. Vielen Dank fürs Zusehen, habt es dir gefallen, bis zum nächsten Mal. Euer Bartalo. Ciao, ciao.